Hallo und herzlich willkommen zur leider verspäteten Wochenvorschau. Denn der Max spinnt gerade ein bisschen, drückt die Daumen, dass er nicht kaputt ist. Am Montag im Schreibtagebuch suche ich unter anderem neue Testleser. Was ich auch noch sagen wollte, ich brauche neue Testleser. Unbedingt, weil irgendwie, es hakelt nicht mit den anderen, aber im Moment ist da gerade so der Wurm drin, sag ich mal. Also nicht. Am Dienstag gibt es nach langem mal wieder eine Challenge, und zwar die Whisper-Challenge mit Buchtiteln. Und zwar habe ich diese Whisper-Challenge irgendwo gesehen. Ich dachte mir so, das könnte man mit Buchtiteln doch auch machen. Sprich, sucht ihr gleich 5 Bücher raus, packt diese in diese Kiste, damit ich sie nicht sehe, schreibt sie zusätzlich nur auf. Und ich muss dann anhand von ihren Lippenbewegungen herausbekommen, was für ein Titel das ist. Das wird bestimmt ganz schön haarig werden. Erfahrt am Mittwoch meine Meinung zum Buch Wild at Heart, Willkommen im Hotel der Herzen von Anne Sanders. Das Buch habe ich ja jetzt eine ganze Weile hingefiebert, als ich wusste, dass dieses Buch erscheint. Und ich danke dem Bloggerportal, dass ich es bekommen habe. Ich hätte es nicht erwartet und habe mich sehr, sehr, sehr gefreut. Seht am Donnerstag das Ergebnis vom 17. Weiterlesen, ja oder nein? Hier stehen die 5 Bücher und wir fangen am besten gleich mal an. Denn, ja, es sind wieder einige ungewöhnliche Sachen passiert, von daher... Seid gespannt. Im Vlog am Freitag geht es vor allem um Steffis Geburtstagswochenende. Es soll das hier werden. Sie hat Geburtstag. Ich hab Geburtstag. Am Samstag seht ihr wieder angefangene Buchreihen von mir, und zwar diesmal im Bereich Krimis. Fangen wir einfach an. Das erste ist eine E-Book-Reihe, und zwar Bunbury, wo ich den ersten Band bisher gelesen habe, vorhin auch für einen Mord. Das ist geschrieben. Das war also wieder die Wochenvorschau, und ich hoffe, es ist irgendetwas für euch dabei, was ihr unbedingt sehen wollt. Bis dann, bye bye.